Ja, wie wär's, wenn du mal ein bisschen Taschendiebstahl machst und nicht einfach nur da dumm rumstehst? Und ihr genauso? Kein Wunder, dass ich kein Geld bekomme. Mann. Moment mal. Momentchen. Das steht ja zum Verkauf. Was würde denn das kosten? 2400? Komm, egal. Ich nehme jetzt ein Darlehen auf und nehme mir hier nochmal das Schmugglerloch. Dann habe ich nämlich noch mehr Angestellte. Das wird natürlich nicht ganz so gut kommen für später, wenn ich dann das alles zurückzahlen muss. So, was denn jetzt hier? Kredite. Ach du Scheiße. 12%. Komm, egal. Keine weiteren Angebote. Willst du mich verarschen? Ich bin gerüstet. Oh. Jetzt müssen wir auch noch draufzahlen. Gießerei kann ich mir nicht kaufen. Vielleicht kann ich mir das kaufen. Habe ich schließlich einen Gelehrten. 5200. Ach, leck mich doch am Arsch. Ah, ich brauche Geld. Geld. Jede Menge Geld. Und wie viele hier einfach mal. Ah, verdammt. Wie viele hier drin hocken. Die Kamerasteuerung ist hier drin nicht so toll. Oh, das ist, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe ja letztens wieder eine Doku gesehen, ne? Ich sehe ja andauernd Dokus. Natürlich nicht in der Schule oder so. Das mache ich in meiner Freizeit, gucke ich mir Dokus an. Und das ist jetzt diesmal todernst gemeint, ausnahmsweise. Auf ins Rathaus. Ja, habe ich eine Doku gesehen über ja, die Anfänge des Kapitalismus in Europa. Manche von euch fassen sich bestimmt an den Kopf und denken, was guckt denn der sich an in seiner Freizeit? Das ist ja unglaublich. Ja, da stehe ich halt drauf, ne? Da bin ich sehr interessiert, wenn es um sowas geht. Oh, süßer Harold. Den können wir auch mal klar machen, wenn es gehen würde. Hätte ich den jetzt schon längst klar gemacht? Nicht. Obwohl er ja schon ganz gut aussieht, ne? Für die Ladies. Bestimmt nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie sieht es denn aus mit der politischen Situation im Moment? Wenn wir jetzt schon mal so viel Geld haben, das wir ja sowieso nicht benutzen können für ein neues Gebäude, dann kaufe ich mir hier so nochmal ein Parfum. So. Ach du Scheiße, kostet das viel. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Und dann versprühen wir das gleich während der Amtssitzung. Und dann mögen sie mich alle ein bisschen mehr. Genauso gut kann ich dann auch jetzt mit ein bisschen mehr Geld ein bisschen mehr bestechen und so. Und dann muss ich mich gleich noch für das nächste Amt bewerben, bevor ich kein Geld mehr habe. So. Na, nicht schneller Zeitverlauf, sondern nur sehr schnell. Das passt. Dorfschulze natürlich wieder. Ach gut, sie ist da. Yes! Das heißt, wir haben eine, die mich potenziell wählt. Die mich wahrscheinlich wählt, weil die mag mich eigentlich. Die hat wohl ein Auge auf mich geworfen. Ah, ich bin aber auch so ein gut aussehender Typ. Ich bin so gut aussehend. Ich bin so sexy. I'm sexy and I know it. Okay, ich muss mal das Niveau ein bisschen hochschrauben, vielleicht, eventuell. Ich bin ja irgendwie gerade so ein bisschen Kasper-mäßig. Kasper. Hier wird Hochdeutsch geschwätzt. Haha, so Gildenvertreter jetzt für dich. Gewählt. Aber ich bin heute auch gut gelaunt, Mensch. Good Friday, Fiedling, Harold Gardner und Teak Riss. Meine Wenigkeit. Die stimmt natürlich für den Good Friday. Warum stehen die alle? Oh. Warum denkt ihr dem Rat weiterhin gut? Zwei muss ich auf meine Seite ziehen, irgendwie. Ich habe immer gut gedient. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Die kann ich vielleicht durch. Erstmal Parfum. Vielen Dank. Jawohl. Dann hier Kompliment machen. Kompliment machen. Gut. Jawohl. Die ist schon mal bei mir. Dann kann man den hier noch bestechen. Das werdet ihr nicht Komm bereuen. schon, geh zu mir. Komm! Komm! Fuck! Komm
Ach, Mist. Jetzt muss ich mich schon wieder bewerben. Und ich würde sagen, dann haue ich einfach mal einen tot. Das geht mir jetzt am Arsch vorbei. Ich muss jetzt irgendeinen töten. Verdammt, so aus Hass. Ein Verbrechen aus Hass. Der unterhaltsame Posten des Foltermeisters Gedöns. Scheißdreck und so. So. Das scheint auch relativ eindeutig zu sein. Drei Leute für den Honey-Mann. So, jetzt ist die Amtssitzung wieder vorbei. Und ich muss mich wieder erneut bewerben. Das mache ich jetzt einfach so lange, bis es funktioniert. Nein! Die Stadt bekommt in Kürze neue Stadtrechte verliehen. Ach, verdammt. Ja, die ist erwacht, toll. Das Parfum hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Ja, toll. Vielleicht kostet es jetzt auch ein bisschen weniger wenigstens. Ja, toll, ein bisschen weniger, aber es bringt mir auch nicht viel. Verwaltungsobolus, was bringt denn das? Betriebsprüfer befehligen, komm. Da werden wir mal, was ist das? Gildenmeister. Und der hier, wenn ich jetzt das Amt bekommen hätte, dann wäre ich jetzt Szeneschall automatisch. Habe ich aber nicht hinbekommen. Mann. Ich will doch nur der absolute Herrscher sein. Ah, Jemine, hehe. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen Rhetorik. Okay, Rhetorik noch ein bisschen hoch und Momentchen mal. Charisma geht nicht mehr, habe ich nicht genug. Okay. Auch nicht so schlimm. Dann kannst du weiter mal Taschendiebstahl machen. War das jetzt Steuern oder war das jetzt schon die Rückzahlung vom... Oh fuck, ich glaube fast, das sind Steuern. Ach du Scheiße. Ich muss mal gucken. Gesetze einsehen. Die Umsatzsteuer beträgt 10%, geht ja noch. Der Kirchenzehnt, Zehnt, beträgt 4%. Die Härte der Rechtsprechung ist gerecht. Memmen. Also Umsatzsteuer sollte auf jeden Fall auf 0 sein. Bin ich ja natürlich äußerst dafür. Auch Kirchenzehnt natürlich auch auf 0. Und Härte muss natürlich auf hart sein. Ich meine, das Geld kriegt dann nachher nur die Bürgermeisterin, weil sie dann öffentliche Gelder veruntreuen kann und so. Das kann nicht sein, dass die normalen Leute dann da Geld zahlen und dann kommt irgendjemand und veruntreut es einfach. So geht's ja nicht. Ach, da hast du der L-Plotz. Na, ja, süßer. Ah, die haben alle irgendwie so Babyface. Komisch. Ihr wollt mir doch bestimmt helfen, oder? Oh, aber natürlich. Ich helfe euch gern. Das klang jetzt ein bisschen so tuntig. Wen denn? That's the question. Moment. Wer kann denn das überhaupt machen? Frieden stiften oder sowas? Oder sowas in der Art? Moment. Wer kann denn das machen? Jemandem schmeicheln, Frieden stiften. Ich glaube, das war der. Ja. Das war der da. Und der ist eigentlich nicht so mein Fall. Moment, vielleicht kann... Ah, ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie jemand außerhalb der Stadt. Da hätte ich den vielleicht abmurksen können. Aber hier gibt's wohl nicht so unbedingt außerhalb. Da kann man nach draußen. Nee, Moment, kann man nicht. Doch, da kann man raus. Aber... Ja, hier, da muss ja keiner hin, weil da nichts steht. Das heißt, ich habe eigentlich ein bisschen jetzt ein Problem mit Leute töten. Okay, hier vielleicht eventuell. Ja, okay, da würde sich schon eher lohnen, mal rauszugehen. Da werden auch ein paar mehr KIs mal rumgammeln, ab und zu. Ach du... Na... Taschendiebstahl. So. Ja, da werden auf jeden Fall mal ein paar mehr rumgammeln, zumindest mehr als da drüben. Was ist denn das Schönes schon wieder? Auch ein Kloster. Oder ja, so eine Art alte Kapelle. Schön. Schön.
Ja, und ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht mal Siedler, das Erbe der Könige heißt es, ob ich das vielleicht auch mal spiele. Weil das hat mir eigentlich relativ gut gefallen, also das habe ich damals gespielt. Ja, damals, als ich noch jung war und die ganzen Spiele-CD noch aus Holz waren und so ähnlich. Andauernd wird die Rechtsprechung geändert. Ja, auf jeden Fall habe ich das damals, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so, habe ich das einmal gespielt. Wenn es überhaupt, ja, das kommt hin ungefähr. Habe ich das gespielt und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also bei der Kampagne habe ich natürlich total verkackt. Da habe ich, glaube ich, bis zur dritten Mission, kann das sein, dritte Mission oder so gekommen. Und viel weiter dann auch nicht mehr. Dann kam irgendwie so ein Scheiß mit so einem schwarzen Ritter und so. Ach, leck mich doch am einfach alle. Habe ich dann beendet und habe einfach nur noch sozusagen free gespielt. Und es war eigentlich auch so ziemlich mein erstes Strategiespiel, also eines meiner ersten. Mein allererstes, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, mein allererstes war Rome. Also Rome, Total War. Rome. Das habe ich gesuchtet ohne Ende. Könnte ich eigentlich auch mal. Könnte ich vielleicht auch mal Let's Playen. Eines eurer Kinder kann eingeschult. Die wird andauernd krank. Der steht draußen. Den ganzen Tag auf dem Marktplatz. Bestiehlt Leute. Und wird nicht krank. Beim Schnee und Eis und Wind und Kälte. Und die ist die ganze Zeit in ihrer Scheißbude da drin. Und wird krank. So, Adolf kann in die Schule gehen. Adolf, geh in die Schule. Dann bin ich ja mal gespannt. Mist, jetzt hat sich schon wieder ein neuer beworben. Ich hoffe, diesmal packt's mein Typ auf das Amt. Moment, bevor ich wieder. Ja, bevor ich wieder nichts kaufen kann, weil mein Geld wegen dem Kredit und so, ne? Bevor da wieder nichts geht, kaufe ich mir jetzt einfach. Hau ich jetzt das Geld raus sozusagen. So, die kriegt mal ein bisschen. Hey! Habe ich das nicht. Ich habe das gerade. Ja, ich drücke gerade hier drauf und da passiert einfach nichts. Moment nochmal kurz zu, vielleicht. Ach, leck mich doch. Gut. Trainierst du mal schön weiter. Und dann gehen wir der Handwerkskunst, Geschicklichkeit. Handwerkskunst hat jetzt natürlich auch nichts hier. Ach so. Wenn das hier durchgestrichen ist. Jetzt ergibt das alles Sinn. Jetzt weiß ich endlich mal hier, was diese Talente-Dinger bringen. Ah. Ja. Könnte durchaus Sinn ergeben. Also wenn hier jetzt ein Plus steht, dann bedeutet das, da brauche ich insgesamt weniger XP dafür und die sind dann allgemein besser da drin. Wenn es so ein Teil ist, dann sind sie einfach, keine Ahnung, nicht gut oder mittelmäßig, keine Ahnung. Durchschnitt. Ist ja das Durchschnittszeichen, genau. Und Minus natürlich schlecht. Ist mir aber bisher noch nie aufgefallen. Ja, da habe ich mir immer gedacht, ja, da stehen halt ein paar Zeichen. Das juckt mich doch nicht. So hatte ich das irgendwie in meinem Kopf, in meinem Köpfle. Hier Hochdeutsch geschwätzt. Ja. Ja, die bringen aber auch relativ viel. Wenn sie es mal schaffen, jemanden auszurauben, dann bringt es relativ viel. Ich frage mich eigentlich, wann läuft denn der Kredit? Wie lange läuft denn der noch? Moment. Müsste ich jetzt natürlich meinen Typ reinstellen, aber der soll gefälligst weiter Taschendiebstahl machen. Werd schon früh genug sehen. Spätestens, wenn ich Minus habe. Ja, spätestens dann wird es soweit sein. Bäckerei steht oft zum Verkauf, die Schmiede auch, die scheinen alle Insolvenz anzumelden. Oh, da brennt was. Hohohoho, brennt. Brennt schön. Brennt hier noch was? Nö, nicht? Gut. Sogar die Kirche meldet Insolvenz an. Oh. Hoho. Also ehrlich gesagt habe ich lieber wenig Geld und ganz viele Betriebe als viel Geld und keine Betriebe.
Weil mit den Betrieben kann man ja schließlich noch arbeiten und so. Also alles so Immobilienfrage und so. Ihr versteht. Also nehme ich lieber am Anfang ein bisschen Kredite auf und besorge mir dann. Ah, jetzt wurde der Kredit gezahlt, zurückgezahlt. Jetzt habe ich natürlich Minus, kann auch keinen bestechen. Fuck. Okay, jetzt kann ich keinen bestechen, weil ich nicht genug Geld habe, aber vielleicht wird es ja noch im Laufe der Zeit. So. Ich hoffe aber einfach, das reicht. Die wird mich auch wohl wählen. Der vielleicht auch. Oh je. Jetzt ist die Frage, wie die den mögen. Und ich muss dann auch mal eine Aufnahmepause machen. Alter, ich hab Hunger. Rohstoffe, bla 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 bla, günstig. Der redet irgendwie ein bisschen so, wie soll ich sagen, ein bisschen leise. So ein bisschen leise. So, da geht's auch schon los. Ich habe natürlich immer noch auf sehr schnell stellen, stehen. Hatte ich es gerade ganz kurz auf schneller Zeitverlauf gestellt, aber habe ich gleich wieder zurückgestellt. So, jetzt. Die mögen mich beide nicht. Die müssen wohl oder übel ins Gras beißen, früher oder später. Oder vielleicht auch nicht. Okay, früher oder später muss jeder ins Gras beißen. Ich, du, alle anderen, alle müssen ins Gras beißen irgendwann. Jetzt nicht nur hier in dem Spiel, sondern in Wirklichkeit auch. Wow. Ah, ja, die ganze langweilige Politik-Scheiße hier. Obwohl ich Politik eigentlich ziemlich spannend finde. Außer wenn ich jetzt irgendwie beim Bundestag zugucken müsste, wie die da. Naja. So, jetzt bin ich immer gespannt. Machen wir mal Parfum. Mal gucken. Ach du Blöder. Du kommst gefälligst zu mir. Ja, ich weiß. Komm gefälligst. Jawohl. Jetzt ist mindestens eine geringe Chance, dass ich es schaffe. Moment, Moment, Moment. Hoffentlich hat das jetzt noch gereicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt. Ja, das sind noch meine anderen Spielstände da. Das nenne ich jetzt einfach mal. Ups, Let's Play. Staffel. Ach, leck mich. S1. So. Neuer Spielstand. Weil, wenn jetzt nämlich das Los entscheidet, nämlich für den anderen, dann mache ich einfach nochmal kurz neu laden. Und dann werden wir mal sehen, ob das überhaupt was bringt. Weil jetzt muss er das Los entscheiden, weil einer wählt mich. Natürlich. Leck mich am Arsch. Gut, dann Spiel laden. Ich frage mich, ob das jetzt überhaupt was bringt oder ob das schon so vorentschieden ist. Man könnte das jetzt eigentlich auch als Cheaten bezeichnen, aber das wäre ein bisschen abwegig, finde ich. So. Nein! Okay, ich probiere es jetzt noch, keine Ahnung. So zweimal oder so probiere ich es jetzt noch. Und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich mal gucken. Werde ich vielleicht mal aufhören und was essen. Ich glaube, das ist irgendwie. Ups. Ich glaube, das ist irgendwie schon vorentschieden. Also bevor die sagen, da entscheidet jetzt das Los. Also der KI. Also der Computer merkt ja, dass einer hier stimmt und einer da. Und bevor die das sagt, entscheidet schon das Los sozusagen. Also bringt das jetzt eigentlich relativ wenig. Ah, leck mich am Arsch. Diesmal läuft es nicht so gut. Vielen Dank, dass ihr mich gewählt habt. Ich bring dich um. Ja, okay, das brauche ich mir jetzt eigentlich nicht weiter reinziehen. Oh, jetzt habe ich wieder Plus. Du sollst trainieren. Mano. Ach, egal, gucke ich mir jetzt den restlichen auch noch an, den restlichen Kack hier. Nein, 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 nein. Kein Titel kaufen, auf ein Amt bewerben. Mann! Bewirb dich jetzt mal. Ich will doch nur da rein. So, dann, ja, bewirbt er sich jetzt doch schnell. Und dann kann man noch mal kurz gucken. Kann der schon eine Lehre machen? Nein, kann er nicht. Hätte sowieso nicht genug Geld für eine Lehre. Und dann bewirbt er sich jetzt wieder. Gut. Dann gebe ich jetzt noch schnell den Auftrag, hier Taschendiebstahl zu machen und dann mache ich auch eine Aufnahmepause. So, kurz auf sehr schnell, damit er sich noch schön hinbequemt.
Und dann sage ich Tschüssi, ich mache jetzt eine Aufnahmepause und futter mal ein bisschen was. Ciao.